Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zu unseren Patienten. Ob im theoretischen Unterricht, im praktischen Unterricht. Wir haben grundsätzlich Spaß. Ich bin Elisabeth, bin jetzt 21 und bin im dritten Lehrjahr für die Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpflege am Robert-Koch-Krankenhaus in Apolda. Ich hatte mich im Internet belesen und habe sehr, sehr viel Positives über Apolda gehört und wollte mir dann gern selber mal ein Bild davon machen. Das Robert-Koch-Krankenhaus ist ja für seine Aromapflege bekannt. Es ist wirklich überraschend zu sehen, was man allein mit den Aromaölen alles erreichen kann. Man wählt die Öle und alles, was man verwendet, individuell aus. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Gebiet, was uns auch auszeichnet. Es ist wirklich immer ein schönes Arbeiten. Also man hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Mir wird jeden Tag gezeigt, dass es die richtige Entscheidung war, auch hierher zu kommen mit dieser Ausbildung. Ein Teil der Ausbildung beinhaltet auch das Thema Kinästhetik, wo wir von einer geschulten Person gezeigt bekommen, wie wir Patienten richtig aus dem Bett befördern und ihnen auch ins Bett wieder reinhelfen. Ich kann keine Blutentnahme machen, bevor ich nicht weiß, wo die Venen liegen und wie ich sie anzupunktieren habe. Deswegen gehen wir alles theoretisch durch. Wir können uns Videos anschauen, wir können Dinge nachlesen, wir können auch interne Weiterbildungen machen. Kein Tag ist wie der andere. Und das macht es so spannend, das macht den Job auch so vielfältig. Und das ganze Paket ist es eigentlich, warum ich hier jeden Tag gerne auf Arbeit komme.